Hey, ich bin der Philipp und ich stehe heute hier in Rimsting am Chiemsee und für mich geht's heute mit dem Fahrrad einmal um den ganzen See. Auf geht's! Ich stehe jetzt hier gerade auf einer vom Hochwasser überschwemmten Bank in Rimsting. Hinter mir sieht man die Schafarschener Bucht. Rimsting liegt so am nordwestlichsten Punkt des Chiemsees. Ja, das soll heute auch Ausgangspunkt für meine Radtour sein. Die Gänse fliegen hinter mir los. Bei meiner Radeltour heute soll es mir eigentlich gar nicht darum gehen, dass ich irgendwie jetzt möglichst schnell um den See fahre. Ich will heute vor allem mal die coolsten Badespots auschecken. Und es geht eben am Chiemsee besonders gut, weil der Radweg die meiste Zeit eben direkt am See entlang führt und man kann eigentlich überall baden. Okay, hier ist auf jeden Fall mal wieder ein Badespot direkt am Radweg. Hier geht es jetzt ein kleines Stück durch den Wald. Mir ist gerade sogar ein Reh begegnet. Wer nicht durch den Wald fahren will, kann natürlich auch den ganz normalen Weg außen rum fahren. Von hier oben hat man einen mega Blick auf die Fraueninsel. Postkartenmotiv, oder? So, ich bin jetzt hier in Gstaad. Hier ist auf jeden Fall auch ein Top-Badeplatz und man hat einen Ausblick über den ganzen See. Kurzer Stopp hier in Gollenshausen, traumhafte Badebucht. Also ich glaube, hier habe ich mir jetzt die erste Abfrischung verdient. Das war jetzt auf jeden Fall mega erfrischend, fast wie in so einem YouTube-Video. Und weiter geht's. Nächste Bademöglichkeit hinter mir, Seebruck, so ziemlich im Nordosten vom See.
Also hier zwischen Chieming und Seebruck ist auf jeden Fall ein schönes Bänkchen, wo man sich mal ausruhen kann. Ich würde sagen, Zeit für eine getrocknete Mango. Ich glaube, zu dem Ausblick muss ich gar nicht mehr viel sagen. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann ist mir schon klar, warum der Chiemsee oft das Bayerische Meer genannt wird. Jetzt bin ich hier in Chieming auf einer Aussichtsplattform. Ich glaube, von hier aus kann man nicht baden, es ist ein bisschen zu hoch, aber man sieht wunderbar den Strand von Chieming. Ich bin hier in Chieming, auch jetzt ungefähr genau gegenüber von da, wo ich gestartet bin. Da hinten bei diesem kleinen Hügel, da bin ich ungefähr gestartet. Und hier links sieht man wunderschön die Kampenwand. Bisschen abseits vom Radweg in der Hirschauer Bucht und hier gibt es so einen Aussichtsturm und den schaue ich mir jetzt mal an. Geradeaus da hinten sieht man die Kampenwand. Das Wetter hinten in den Alpen schaut gar nicht mal mehr so gut aus. Das Wetter kann nämlich hier ziemlich schnell umschlagen. Aber weiter geht's. Schaut das Wetter jetzt leider gar nicht so gut aus. Aber ich fahre jetzt einfach mal weiter und hoffe, es weicht mich nicht ein. Die Kühe haben sich schon unter der Autobahn untergestellt. Das südliche Stück vom Chiemsee fahren wir direkt an der Acht entlang. Auch wenn das Wetter inzwischen hier vielleicht nicht mehr ganz so bademäßig ist. Hier in Übersee gibt es einige Möglichkeiten zum Baden und hier gibt es eine Beachbar. Hier geht es jetzt rein zur Beachbar. Normalerweise würde ich mir hier was Erfrischendes holen, aber da hinten hat es schon gedonnert. Ich fahre lieber mal weiter. Ich bin jetzt von Übersee nach Bernau an der Autobahn entlang geradelt, bin Gott sei Dank noch trocken geblieben. Nichtsdestotrotz, den Drink an der Beachbar hole ich beim nächsten Mal definitiv nach. Bernau ist auf meiner Runde einer der letzten Stops, wo man baden kann. Man kann ja auch Surfbretter ausleihen und das ist echt ganz schön. Wenn es nicht so bewölkt ist, bekommt gerade schon die ersten Tropfen ab. Da hinten schaut es ganz schön dunkel aus, aber da hinten schaut es noch ganz schön hell aus und da muss ich jetzt hin. Ganz schön windig, aber jetzt geht's, jetzt habe ich Rückenwind. Ich bin jetzt in Prien angekommen, das ist die letzte Ortschaft vor Rümsting, wo ich gestartet bin. Und ich glaube, baden gehe ich heute nicht mehr. Mit dem Rückenwind geht's wunderbar, das ist wie E-Bike fahren, ich muss fast nicht drehen. Puh, ich habe es geschafft, ich bin wieder genau da, wo ich angefangen habe, in Rümsting und ich bin auch noch relativ trocken geblieben. Ich kann die Fahrradtour echt nur empfehlen. Es sind so gute 60 Kilometer, das heißt, man schafft die Tour auch an einem guten halben Tag. Jetzt regnet es, mit Baden wird es leider nichts mehr. Für mich geht es jetzt ab unter die Dusche. Ciao.